Seht ihr? Die machen uns nicht mehr Schaden. 1000 Erfahrungspunkte und eine Seele erhalten. Das Blöde ist nur, dass die Heirate nicht für Nyria gilt, weil sie kein Vampir ist. 1000 Erfahrungspunkte und eine Seele erhalten. Aber wir kriegen lauter schöne Fälle, Leute. Und das Tolle ist, wenn wir das maximale Level erreicht haben, dann werde ich das mal testen. Denn... Also ob der uns dann immer noch irgendwas anderes dafür gibt für die Fälle, der Söldner. Wenn nicht, verkaufen wir die alle. Dann kriegen wir noch mehr Geld. Oh, eine verschlossene Truhe. Die öffnen wir. Haha. Großer Seelenstein erhalten. Geheimnis. Lauter Tiere gibt es hier. Wirklich sehr schade, dass wir keine leeren Flaschen mehr haben. Ich würde mir die gerne irgendwo kaufen, aber bisher habe ich noch keinen Händler gefunden, bei dem wir sie kaufen können. $3.251 erhalten. Geheimnis. Heilflasche erhalten. Geheimnis. Okay, das war's eigentlich schon. Dann sind wir hier jetzt fertig. Wieso komme ich hier nicht raus? Komme ich da unten raus? Nein. Schade. Komme ich da links raus? Ja. Tja. Wie viele Seelen haben wir jetzt? 36. Ach, da geht noch ein bisschen was. Was bist du denn? So eine Art unglaublich übertriebener Wolpertinger oder was? Okay, Lyria hat verfehlt, aber generell hält er einiges aus. Er macht auch einiges an Schaden. Ich glaube, ich werde mich wieder heilen. Ab sofort. Es blutet. Und wurde besiegt. 3600 Erfahrungspunkte und eine Seele erhalten. Asker reicht Level 77. So, das sind auch zwei Tiere. Das heißt, es wird jetzt dreimal geheilt. Super. So, ich möchte erstmal hier oben ein bisschen mich umsehen. So, das Ding kann bluten, also saug mal, Elaine. Nervierend. Frost. Oh. Walner ist nicht gelimpt worden. Kritischer Treffer. Besiegt. 3600 Erfahrungspunkte und eine Seele erhalten. $3.584 erhalten. Geheimnis. So, da vorne, da oben kommt ein Tier, also noch mal ein bisschen heilender Regen. Ein schönes Fell und eine Seele erhalten.
Das sind irgendwie Steinwesen? Ich glaube nicht, dass die Blut haben, also gleich angreifen. Derivierend! Vielleicht funktioniert der goldenes Gift. Wow, null. Die sind immun gegen Giftschaden, Leute. Daneben Klingenrunde. Das funktioniert. Die halten einiges aus. Ah, aber jetzt sind sie besiegt. 7200 Erfahrungspunkte und 2 Seelen erhalten. So, da ist ein Tier, also wird jetzt 2-mal geheilt. Ein schönes Fell, eine Seele, wunderbar. Schlafmittel halten, Geheimnis. Halt, das kann bluten, also blute. Nervierend. Mir gefällt das. Die drei sind schon wieder gelähmt. Eisexplosion. Aber Walner packt das. Vor allem, da er beschleunigt ist. Erfahrungspunkte und eine Seele erhalten. So. Auf dass wir noch schneller werden. Vielleicht funktioniert der goldene Gift, oder? Ah nein, greifen wir einfach an. Ja, war eh fast besiegt. 3600 Erfahrungspunkte und eine Seele erhalten. Speicherstein erhalten. Und wieder alle gelähmt. Und das noch in der ersten Runde. Ist Walner immun gegen Lähmung irgendwie? Wir sind fast tot. Ach nein, das schaffen wir schon. Irgendwen hat es getroffen. Egal. Verfehlt, haha. Elaine wurde besiegt. Aber das ist nicht so schlimm. 3600 Erfahrungspunkte und eine Seele erhalten. Tank der Ewigkeit. Wir haben nur noch 6. Aber wir hätten 7 Vampirsteine. Vampirsteine gehen eh nur aus dem Halb des Kampfes. Benutzen wir mal einen. Oh, Initiative. Stirnknaller. Er ist vermutlich nicht verwirrt. Schade.
Ach, wir hätten eigentlich mit ihr nur Revieren machen müssen. Machen wir es jetzt? So, wie ist es dann mit Kniefeger? Besiegt, besser als Lähmung. 3600 Erfahrungspunkte und eine Seele erhalten, Wallen erreicht Level 78. So, Wallner will auch wieder ein bisschen Blut haben. Und besiegt. 3600 Erfahrungspunkte und eine Seele erhalten. Statusrune erhalten. Schön. Besiegen wir dich. Revierend. Gleich war's das mit dir. Ja. 3600 Erfahrungspunkte und eine Seele erhalten. Schön. Dann sind wir da durch. Dann haben wir die Insel fertig. Dann wird jetzt aber... Geht's aber jetzt nach Hause, Leute. So, wie viele Seen haben wir? 50! Wir hätten einen großen Seenstein. Für 15 Seelen. Nehmen wir! So, dann kommen jetzt Gänge finden auf Max. Das hatten wir ja schon, oder? Ja, super. Super, Leute. Geheimgang finden, Level 3. Ermöglicht das Entdecken sehr gut versteckter Geheimgänge. Ha, toll. Keine Ahnung, was wir jetzt nächstes machen. Irgendwas auf Level 3, das wir noch nicht auf Level 3 haben. Vermutlich alte Sprachen oder Karten lesen. Irgendwie sowas. Wohl eher Karten lesen als nächstes. Wie viele Fähigkeitspunkte haben wir noch? 5. Dann müssen wir uns noch keine kaufen vorerst. Ein Flammentank, ein Säuretank und das war's. Ein Blutnektar. So, was können wir verkaufen? Okay, das passt. Wir haben also nichts zu verkaufen. Egal. Einmal kurz schlafen gehen. War ein anstrengendes Abenteuer.
Was haben wir an Steuern? Auch nicht allzu viel. Dabei waren wir doch so lange unterwegs, hatte ich das Gefühl. Eine ganze Insel erkundet und noch zwei Gebiete. 1232 Filar. Naja, wir haben 10.000 Filar. Also es geht. So. Wo geht es jetzt eigentlich hin? Was machen wir weiter? Mal sehen. Ich würde jetzt mit der Insel oben weitermachen wollen. Oder mit der Insel unten. Ach, egal. Machen wir die oben. Die hier. Da fange ich jetzt hier an. Die Boote machen wir ein andermal. Was zum? Wer da? Ich dachte, ich wäre noch auf der Insel drauf. Verdammt! Wir wären beinahe ertrunken! Haben wir ein Glück, dass wir gar nicht ertrinken können. Und ich lebe auch nur noch durch euren magischen Schutz. Das darf nicht nochmal passieren. Wir müssen besser aufpassen. Ja, keine Ahnung, wo wir jetzt sind, aber ich find's toll. Lichtrune erhalten. ...279 Filler erhalten. Geheimnis. Bluttank erhalten. Geheimnis. ...1761 Filler erhalten. Geheimnis. Okay, schön. Jetzt sind wir hier. Und wir haben alle kein Blut mehr und nur noch halbes Leben. So ungefähr. Ich glaube, ich nehme einen Vampirstein her. Ach, halt. Lol. Direkt vor Thürich sind wir angeschwemmt worden, obwohl wir da unten rechts waren. Naja. So, aber jetzt sind wir definitiv noch drüber. Lol, was ist denn da mit dem Wasserpartikel los? Das da oben, direkt über uns. Das da. Das dreht sich irgendwie ganz asynchron und viel zu schnell. So, da kommen wir so nicht rein. Das war was hier auch. Machen wir die fertig. Nervierend. Goldenes Gift. Oh, das tat ein bisschen weh. Der ist besiegt. Und der bestimmt jetzt auch. Ja. 7.900 Erfahrungspunkte und zwei Seelen erhalten.